Ja, hallo Messerfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute mal was Besonderes, mein erstes Case-Taschenmesser aus den USA. WR Case and Sons, Cutlery und Co. Ne? WRcase.com ist die Webadresse. Schöne auf alt getrimmte Schachtel. Und heute haben wir hier das Modell Mini Copper Lock in Navy Blue. Mit der Nummer 61749 Stainless Steel. Ich werde noch eine Seite verlinken, eine deutschsprachige, wo es noch ein bisschen über die Geschichte und die Firma geht von Case und wie diese Nummern aufgeschlüsselt sind. Das sind echt interessante Informationen. Ja, und das ist hier das schöne Stück. Ist jetzt ein einfaches, kleines. Ja, geht schon in Gentleman Knife. Größe über, es ist nämlich nicht sonderlich groß. Ich bekomme hier gerade noch so alle vier Finger drauf geparkt. Das ist ein kleines Messer. Es gibt davon auch noch eine größere Ausführung von diesem Copper Lock Design. Die haben ja wirklich unzählige Modelle mit Klingen, Anzahl, Ausführung des Griffs, Verriegelungen. Also da müsste man auf der Case-Seite, ich hänge die amerikanische Case-Seite auch noch drunter. Das ist wirklich der Hammer, was es da alles gibt. Das ist jetzt hier so mit so einem Backlock, Midlock oder so, ne, ist in der Mitte ausgeführt. Verriegelte Klinge, wunderbar zweihändig zu bedienen, große Nagelrelais hier drin. Verriegelt sauber, hat kein Spiel. Diese Teile werden da drüben in Handarbeit hergestellt und selbst wenn du zwei gleiche Modelle kaufst, müssen sie nicht immer unbedingt gleich aussehen. Das gibt es mit zig verschiedenen Griffbeschalungen. Ich habe jetzt hier mal das günstigste Modell gekauft, das ist mit so einem Kunststoffgriffschade. Das gibt es aber noch in verschiedenen Hölzer und in verschiedenen Hornausführungen und Knochenausführungen, aber wenn ich hier die Möglichkeit habe, hier das ja in günstigen Kunststoff zu bekommen, dann habe ich da keinen Stress mit. Da brauche ich nicht unbedingt Horn oder Knochen drauf. Natürlich habe ich schon schöne andere Modelle gesehen, die gibt es stellenweise manchmal gar nicht in der Kunststoffausführung. Aber das hier gab es. Und mal so zum Reinschnuppern als erstes Messer habe ich gedacht, tut es auch mal ein kleines, günstiges, einfaches Messer. Schön klassischer Aufbau, ne? Griffschale und dann so Messingplatine drunter, dann die Feder, die Klinge, wieder eine Platine, wieder die Backen vorne und hinten, dann wieder eine Griffschale, alles schön vernietet, so Neusilberbacken, ein rostfreier Stahl, sauscharf die Dinger, also das sind richtig kleine Skalpelle, ne? Hier eine wahnsinnsextreme Hechtformklinge, ist hier aber nicht scharf, die Fehlschärfe hier, ne? Krasses Teil, wir haben hier ein geprägt. Das sind hier drei Kreuze, X, dann Case XX USA, dann die Modellnummer 61749. Ich glaube, das muss dann ein L sein oder was haben wir hier drauf? Man sieht es nicht mehr, so schön in der Klinge. L und dann SS. Gut verarbeitet. Hier die Kanten sind schön gebrochen, nichts Scharfes hier zwischendrin. Das kann ich jetzt nicht leiden, wenn an den Platinen in die Kanten in so sauscharf sind, sondern das ist wirklich wunderbar. Alles schön gebrochen und gerundet. Hier haben wir einen schönen Kante. Ne? Das ist ganz gut manchmal. Damit kann man was raspeln, abschaben. Ich habe es am großen Fixblatt genommen, schon draußen zum Gemüse schälen. Das funktioniert gut. Oder du könntest damit sogar einen Striker anwerfen. Ne? Gut, das Ding ist jetzt vielleicht ein bisschen klein hier für Outdoor. Aber gibt es auch eine nochmal größer und da wäre es bestimmt ganz praktisch. Ja, auf jeden Fall auch mit Sicherheit in der Größe schon ein alltagstaugliches kleines Taschenmesser. Was haben wir hier von der Klingenlänge? Wir haben ja eine 7 cm Klinge und eine Gesamtlänge von 16 cm. Ja, 7 cm kleiner soll es nicht sein, da damit kann man was anfangen. Das hier ist schon schwer an der Grenze, finde ich so. Die kleinen Victorinox Messer, die haben ja hier, glaube ich, bloß eine 6 cm Klinge. Ja, 6 cm Pi mal Daumen, Millimeter mehr oder weniger, da hört es schon auf, also kleiner sollten sie wirklich nicht sein. Hier haben wir dann noch den Olive Stockman von Böker. Der hat schon eine 7,5 cm Klinge. Aber das sind schöne, schlanke EDC-Taschenmesser und die stören auch wirklich nicht in der Hosentasche. Wenn man sie auch mal ohne Clip einfach nur in die Hosentasche reinwirft und die dann da unten drin rumfahren, aber die haben so einen schmalen Aufbau mit nur einer Klinge. Gut, das Ding ist ein Zwei-Layer, aber ist trotzdem nicht viel dicker, da die Griffschalen viel dünner sind wie bei den Modellen. Die kann man wirklich wunderbar als EDC-Taschenmesser in der Hosentasche mitführen.
man dann lieber ein schönes Taschenmesserchen zum was aufschneiden. Wie sah es da preislich aus? Ich habe bezahlt für das Messer mit International Shipping und Verfolgung, mit Zoll, Abgaben, Steuern, also das Komplettpaket für $50, was dann umgerechnet momentan 37 Euro sind. Also ich finde, das geht noch für Komplettpreis mit Versand, Zoll, Mehrwertsteuer ins volle Programm, 37 Euro. Fängt hier dieses kleine Case Copperlock Gentleman Knife an. Ne? Klinge sieht echt extrem aus. Da muss ich mal gucken, ob ich eins in der noch eine Nummer größer herbekomme. Gibt es auch tolle Modelle. Aber meistens, wenn ich die Händler finde, die genau diese Modelle haben, die ich will, die liefern oftmals nicht nach Deutschland, auch wenn es erst noch drin steht, wenn es aber wirklich zur Sache geht, dann heißt es plötzlich, nee, tut uns leid, kein Versand nach Deutschland. Habe ich jetzt leider viele Händler gesehen, die das nicht machen. Und oftmals sind bei einheimischen Händlern die Case-Modelle, bieten halt nicht so eine große Vielfalt oder nicht immer gerade das Modell, wo man gern möchte, und dann hat man wieder auch wieder 4 Wochen Lieferzeit oder sonst was, und preislich ist man dann gleich mal 50% stellerweise drüber. Ja, muss man mal schauen. Aber könnte ich mir auch vorstellen, dass mir diese Messerchen gefallen. Okay, genug gequatscht. Danke Leute fürs Reinzocken, bewerten, kommentieren. Heute mal ein schönes kleines amerikanisches importiertes Case XX 61749 Mini Copperlock in Navy Blue. Ich finde, das passt richtig gut zum orangefarbenen Victorinox. Ne? Zwei schöne EDC für unterwegs. Okay, Leute, macht's gut. Haltet eure Taschenmesser stets griffbereit. Haut euch nicht in die Finger. Wir sehen uns hier wieder auf dem Hillbilly, wenn es was Neues gibt. Bis dahin. Tschüssi, bye bye.